Willkommen zurück bei Pokémon Y. Ich summe die Melodie schon die ganze Zeit mit. Total bescheuert, ey. Instristis. Was? Wasser. Ich hab echt so Lust. Ich soll auch mal Wasser trinken, ey. Ey. Hallo Sanna. Hallo Lady M. Sieh an, ihr kennt euch. Zwei Besucher im Chateau Tristesse. Das ist selten. So viel war ich schon lange nicht mehr los. Oh, aber ich verpasse uns 1% Lebensfreude. Das kann ich doch nicht auf mir sitzen lassen. Dieses Schloss, oder besser gesagt Chateau, war früher das Anwesen einer adligen Familie. Es ist vielleicht ein wenig heruntergekommen, aber das liegt in seiner langen Geschichte. Im Laufe seiner langen Geschichte haben die Schlossherren die meisten ihrer Besitzer an die Leute verschenkt. Besitztümer, ups. Deswegen ist es hier drin so leer. So viel dazu. Was denn? Das war's? Gibt's hier denn nichts, was mit der Mega-Entwicklung zusammenhängt? Nein, das ist alles. Ende der Geschichte. Was bitte ist die Mega-Entwicklung? Mein Herr, es ist wieder da! Ach, ist es schon wieder soweit? Oh, nicht, dass ich irgendwas dazu... ich rede! Ich muss jetzt los zur Route 7. Aber lasst euch ruhig Zeit und seht euch noch etwas hier um. Worum geht's da wohl? Wollen wir nicht auch zur Route 7 gehen? Ja, gleich. Ich will mich hier erst noch umgucken. Vielleicht kann ich hier ein paar Items kriegen. Weißt du, Sanna? Oh, das Bett sieht weich aus. Willkommen, mein Junge. Oh, hier, siehst du? Ein Fluchtseil. Was hätte ich jetzt nur gemacht, wenn ich dieses Fluchtseil nicht gefunden hätte? Guten Tag. Lasst uns über die Bibel reden. Habt ihr eine Bibel? Die Bibel ist das meistverkaufte Buch überhaupt. Ich habe eine Bibel. Aber die habe ich nicht gekauft. Die habe ich geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Dieses Jahr. Von meinem Pfarrer. Wo ist denn Route 7? Aber wo ging es dann unten lang? Wenn Route 7 da links ist. Was ist denn hier? Ach so, nur ein Item. Oh, was ist denn jetzt schon wieder Sternstück? Erzielt einen hohen Preis, wenn man es verkauft. Sehr, sehr gut. Hebe ich mir auf. La 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 la. Warum laufe ich eigentlich? Wo geht's denn hier lang? Hallo. Hey, Duda! Komm mal her! Duda, das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber ich würde dich gerne darum bitten, dich um mein Bärenfeld zu kümmern. Bären sind was Feines, glaub mir. Eine einzige Beere kann wieder neue Früchte hervorbringen und so weiter. Du hast doch sicher im Moment Zeit, oder? Na klar. Oh, du bereitest mir eine große Freude. Du hast also Mina. Vielen Dank, Mina. Hurra, das ist wunderbar! Ich muss dich zuerst noch in der richtigen Pflege des Bärenfelds unterweisen. Folge mir bitte. Was du hier vor dir siehst, ist weicher Lehmboden. Aus diesem Grund kannst du Beeren hier einpflanzen. Untersuche hier zu den Boden und wähle aus deinem Beutel die Beeren, die du anbauen willst. Oh, bevor ich es vergesse, hier hast du ein paar Beeren. Dankeschön. Bitte sehr. Eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Oh, dankeschön. Manchmal liegen Beeren aber auch auf dem Boden vor großen Sträuchern verstreut. Solltest du irgendwo Beeren finden, dann komm her und pflanze sie bitte hier ein, okay? Sobald du eine Beere gepflanzt hast, musst du den Boden gut gießen. Hier, das ist für dich. Eine Lotwurzelkanne. Überprüfe den Bereich, in dem du eine Beere eingepflanzt hast und begieße diesen, falls der Boden trocken sein sollte. Je besser du dich um dein Feld kümmerst, desto mehr Beeren wirst du ernten. Also Mina, halte mir dieses Feld in Ehren, ja? Du weißt gar nicht, was für eine Hilfe du mir bist. Mein Rücken bringt mich noch um. Unser Haus liegt am Rande des Feldes. Du kannst ja mal vorbeischauen. Mach ich. Ja. Eine Sinelbeere. Ja, eine Pirsifbeere. Ja,
Oh, das sieht ja cool aus. Was ist das hier? Eine Biotonne. Wirf 3 Beeren in die Tonne, um Mulch herzustellen. Aha. Nein, ich möchte keinen Dünger herstellen. Das ist also Dünger. Wow. Hier kann ich aber viele Beeren pflanzen. Wundersaat. Dieser Sachan. Du bekommst jetzt ein Item von mir. Hier. Das ist jetzt erstmal noch wichtiger als Bisaflornit. Wir können eh noch keine Mega-Entwicklung ausführen. Außerdem bist du noch gar kein Bisaflor. Hallo. Du hast einen Blick auf die Biotonne geworfen, habe ich recht? Eine ziemlich geniale Erfindung, nicht? Über Mulche weiß ich bestens Bescheid. Ja. Worüber möchtest du was wissen? Was ist Mulch? Bedecke den Boden mit Mulch, bevor du Beeren einpflanzt. Mulch befördert das Beerenwachstum. Aha. Um Mulch herzustellen, musst du lediglich 3 Beeren in die Biotonne werfen. Die Art des hergestellten Mulchs hängt von der Sorte der verwendeten Beeren ab. Okay. Jede Mulchsorte zeichnet sich durch eine von 3 unterschiedlichen Wirkungsweisen aus. Welche das sind, findest du am besten selber raus. Danke. Herzlich willkommen. Ja. Okay. 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 Danke. Okay. Tschüss. War nett, dir zu helfen. Wir sehen uns dann mal wieder irgendwann. Kann ich noch irgendwas Gutes tun? Nein. Freut mich doch immer, wenn ich helfen kann. Oh. Lady M, was ist das? Ein Relaxo. Da hinten ist Marill. Verflixt, er schläft tief und fest. Das kann doch nicht wahr sein. Tatsache. Und es ist so fett, dass man einfach nicht an ihm vorbeikommt. Da kann man nichts machen. Das sieht nach einem Job für die Pokeflöte aus, aber warte mal. Hast du die überhaupt noch? Leider nein, die habe ich weggegeben. Hat der Besitzer des Palastes sich etwa auch unter den Nagel gerissen? Was? Pokeflöte, ich verstehe nur noch Bahnhof. Ich erkläre es euch. Kurz gesagt, ohne die Pokeflöte wird es uns nicht gelingen, das Relaxo zu wecken. Dummerweise befindet sich die Pokeflöte aber gerade im Magnus Opus Palast. Was? Dann gehen wir sie halt holen. Komm! Das ist am Ende von Route 6. Na gut. Sana hat die Macht. Über meinen weiteren Verlauf. Na dann komm, Sana. Oh, das sieht ja schön aus. Ich darf da gar nicht rein. Ich sehe zwar aus wie eine gewöhnliche Touristin, bin aber ein echt starker Pokémon-Trainer. Was soll das denn jetzt, diese komische Zirkusmusik, Alter? Ah, ich bin Ramona. Ein Herzall, Pikachu. So, aha. Tommy, falls du das hier siehst, ich hoffe, ich konnte dir den Unterschied erklären. Wenn du es jetzt siehst, dann siehst du es auch, dass es einen Herzallschwanz hat. Und die männlichen hatten das bis jetzt nicht. Nein, ich habe eh schon den gesamten Angriff. Jetzt lass mich. Pikachu, du bist blöd. Natürlich wirkt die Statik. Was denn auch sonst? Nö. 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 Einfach nö, Pikachu.
glaube, ich behalte ihn doch mal ein bisschen, Danny. Eigentlich ist es ja eine Sie. Ich könnte ihn eigentlich in die Pokémon-Option geben. Wenn ich die mal finde. Na, besser. Manchmal hat es das einfach. Alter. Nee. Das will ich lieber nicht riskieren. Kannst du nicht mal normal Pokémon einsetzen? Ja, Anton. Gegen Anton schaffst du es doch, Chio, oder? Komm schon, Chio, du bist ein großer, starker Bär. Das kann ja nur noch ewig dauern. Was macht ein Kraftschuh? Aha. Okay. Nein! Ich hasse dich, Anton. Wie lange hebt denn der Aussetzer an? 5 Runden. Aus dem Nasenloch. Nein, Gio. Überleb. Mann. Hier. Könntest du es jetzt bitte töten? Es geht um einen einzigen Schlag, Chio. Das kriegst du doch jetzt hin. Mann, oh Mann. Das wird ja anstrengend, den zu trainieren. Du bist ja noch viel stärker als ich. Ach so. Ich will ins Pokémon Center. Und jetzt der Wanderer her. Oh Mann, das habe ich gar nicht gesehen, dass ich da hin kann. Hallöchen, Schwester Joy. Ja, bitte. Vielen Dank, Schwester Joy. Tschüssi. La 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 la. Okay. Heiner. Hey. Auf dem Rückweg finde ich das also raus. Lal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 a. Willst du dich mit mir kämpfen? Warum reisen wir? Und warum kämpfst du? Weil... Weil du ein Zickzacks hast. Deswegen kämpfen wir. Ich verstehe die Fähigkeit Überbrückung irgendwie nicht.
Volltreffer. Noch einmal! Tio! Sehr gut, Tio. So kann das weitergehen. Sehr, sehr gut, Gio. Trassler. Trassler wird noch keine Konfession oder so können, oder? Oh. Okay, wir wechseln. War Trassler schon immer so hässlich? Ja, ich weiß, dass Tenny vielleicht nicht die klügste Wahl ist, aber dem fehlt einfach halt noch ein Level. Doch, es kann tatsächlich schon Konfusion. Okay. Natürlich ist es verwirrt. Unlicht. Ah, sehr gut. Tenny. Irgendwie habe ich mir das schon gedacht, dass ich das selbst verletzt, weil es ist ein Dummiesel. Was erwarte ich? Es hat schon dumm im Namen. Dumm, dumm, di dumm, 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 di dumm, 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 dumm. Trassler, hör auf! Eine Geistattacke haben. Tenny reicht Level 18. Schluppuck. Schluppuck. Ich kenne mich doch nicht aus. Ich weiß doch nicht mal, was Schluppuck für ein Pokémon ist. Also das ist das hässliche, platte Pokémon. Aber was? Was kann es? Es ist schon mal kein Geist-Pokémon. Oh Gott, ich glaube, das mache ich doch nicht. Ja, aber was ist denn effektiv gegen dich? Effektiv, ja. Was heißt so? Mann. Was soll ich denn gegen den einsetzen? Oh! Dumm! Nimm meine Aquawelle. Oh! Ich hatte eine Geistattacke. Toll. Das wusste ich nicht mehr. Ja, darfst du. Karate-Schlag. Irre ich mich oder hat mich mein Pokémon-Team gerade ausgelacht? Das kann durchaus passieren. Mach dir keine Gedanken. Ist nicht so schlimm. Habe ich Gegengift? Ja, habe ich. Ja, auf wen wohl? Hm. Schon da. Nee, ich glaube, da will ich dann erst später. Den Kamerakauz.
Ja, klar. Tagchen. Ich möchte ein Foto machen. Ich brauche den Stift. Momentchen. Oh. Die Schärfe. What the fuck? Ja. Gut, das ist was geworden. Na klar gebe ich Trinkgeld. Ups. Ich wollte sagen, natürlich gebe ich kein Trinkgeld. Hallo? Oh Mann, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihm doch Trinkgeld geben. So, ich würde sagen, im nächsten Part besiegen wir ihn auf die paar Trainer, die da rumgammeln. Und das war's. Bis gleich. Oder bis... Also für mich bis gleich. Tschüss.